Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Castlevania 2 auf dem NES. Mit dabei ist der Killbill 158, ich begrüße ihn. Hallo, halli, hallo. Und im letzten Part haben wir hier einen dicken Zigeuner angesprochen. Dicken? Einen schlanken? Naja, einen toten? Einen toten Zigeuner. Guck mal, der flackert, wenn ich den hau. wir mussten den jetzt wiederbeleben. Des Weiteren haben wir straffe Optimierungen in den letzten Wochen gemacht am Video, wie ihr sehen könnt. Ich muss jetzt hier erstmal. Ich hab Schiss vor diesem. Hui! Ja. Jetzt wisst ihr, warum der Lampika in den letzten Tagen nichts gemacht hat. Wir haben Kacke echt bin. Gut optimiert. Alter. Der geht mir auf den Sack! Ja, das wäre. Das ist ein Arschloch. So. Ich mache jetzt hier Tag. Ihr könnt gerne auch sagen, wie ihr dieses neue Video-Hintergrund findet. Ja, und so. Ich zeig's nochmal, denn ihr könnt mich nämlich auch auf Facebook liken, da seht ihr das gleiche auch nochmal so ähnlich. Genau, ja. Ja, da könnt ihr nochmal. Da ist er wieder. Oh, jetzt brauchen wir bloß noch zwei Schläge. Ja, wir sind Bescheid. Haben wir richtig geil Action gemacht. Das war richtig krass. Ja, und Hintergrundbild seht ihr natürlich auch hier links und rechts. Ja, sehr fein. Sieht aus wie ein Arcade-Automat, finde ich geil. Und das muss ich jetzt für jedes Spiel machen wegen dir. Ja, das sieht wenigstens noch geil aus, ne? Sag schon mal. Alter, fuck you. Fuck die Bitch ab. Du bist gleich in. Oh, Game Over. Lernen wir nochmal mal Load State, würde ich sagen. Ich bin Game Over. Game Over, ja. Load State. Ja, so. Jetzt zeigen wir euch, wie es wirklich geht. Genau. So, ich warte jetzt erstmal, bis wieder fucking Tag wird, ja? Ja, kannst vorspulen, ja, genau. Das ist lange, ey. Fucking. Da ist Tag. Saving. So. Save. Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Glitch. Let's Glitch. Oh, ja, hast du das Thumbnail von heute gesehen? War das nicht Premium? Achso, hier mit dem Let's Glitch, ja. Hab ich gesehen, ja. Ja, wie gesagt, sagt auch allen euren Freunden, die Retro-Fans sind, mal Bescheid. Hier sagt ihr Bescheid. Hier wird viel Retro gespielt und auch gebuggt, fixt und was auch immer alles. Oh, guck mal, da meine Peitsche kommt links rechts aus dem Rand. das ist halt NES, ne? Das ist geil. So, ich spare jetzt trotzdem noch, ja, safe. Safe ist auch ja. Ey, jetzt brauche ich doch hier schon ein Lorbeerblatt, ne? Ja. Ich komme sonst nicht da hoch, ne? Genau. Oder komme ich doch da hoch? Ich sehe, du bist da. Kannst ein Lorbeerblatt nehmen, das letzte. Ich weiß gar nicht mehr, wie man es benutzt. Nein. Doch, jetzt hast du es. Jetzt bist du unverwundbar. Jetzt bist du der Checker. Jetzt müssen wir natürlich hoch. Ja, ihr könnt ja auch gerne mal sagen, wenn ihr euch ein Spiel wünscht oder so. Aliens? Ja. Was? Aliens? Nein, das ist ein härterer Monster. Du hast nur 2 Energie, mach einen Safe-Set. Du hast recht. Genau, wenn ihr euch auch Spiele wünscht aus dem Retro-Bereich, könnt ihr gerne mal was sagen. Ja, bitte, ich bitte darum. Muss nicht nur Retro-Bereich sein, kann auch was Neueres sein. Kann auch was Neueres sein. Wir haben uns auch mal, oder besser gesagt, Picander hat sich mal vorgenommen, was ganz Neues zu machen, auch. Kein Problem. No problem. Oh, fuck you, ey, du dreckige Bitch. Sofern eure ganze Familie mitschaut, ist das alles okay. Und natürlich alle abonnieren, bitte. Ja, wer nicht weiß, hier kann er mich erstmal liken, ja, und unten, ey, da brauche ich doch so einen anderen Button, mit so einem Pfeil nach unten, wo dann ja, jetzt auf Abonnieren drücken, Junge. Ja, genau, jetzt, genau. Ja, also wie gesagt, also, ich meine... Du noch den richtigen Zeitpunkt abpassen. Ja, wir machen, nee, du kannst auch was schießen auch, oder? Zu Feuer. Nein, ich kann nichts nach oben schießen. Das hier ist wie Mega Man, der kann bloß geradeaus. Oh, das wird jetzt richtig kacke, ne, so weißt du. Vielleicht muss bloß warten, ein bisschen... Ach, der kommt absolut sofort angeschissen. Der kommt gerannt. Der hat diese Funktion Rennen. Echt? Ja. Load ist auf P, alles klar. Der hat die Funktion Rennen. Das bringt nichts, wenn du. Also, das müsstest du echt in 10 Sekunden schaffen. Okay. So. Muss drauf fahren. Weil der rennt. Der hat. So, fährt geil. Nein! Bist du verrückt? Ich wollte euch nochmal zeigen, wie man es macht. Ja! Guck, ich warte jetzt einfach, bis der hier weit hinten ist und dann. Ja, du streckst deinen Arsch hoch, ja, so sieht's aus. Pass mal auf. Ja, Glück gehabt. Ja, so muss ich jetzt nach links oder nach rechts? Ich bin hier auf dem Plan. Ja. Nee, aber wie gesagt, wenn ihr. Nach links oder nach rechts? Ich bin hier verplant. Und du nach sagst links, ja. Richtig. Ja, links. Okay. Achso, das Jahr heißt genau richtig gelaufen, okay. Genau. Passt alles. Ich will in eine Stadt, ey. Und nicht die schon. Die Stadt Udol geht's jetzt, ja. Und wie gesagt, wenn ihr da Wünsche habt mit Spiel, wir würden das gerne machen. Aber dann bitte, wie gesagt, auch eure Freunde mit einladen, weil wir haben schon 400. Parts gemacht von allen möglichen Spielen. Es dürfte ruhig langsam mehr werden. An Likes. Ja, gerne. Oder Abonnenten. Da sind wir immer scharf drauf, ja. Och, geil, eine Shitty. War das eine City, wo ich mich aufladen konnte? Ja, auch. Schick. Und ruhig mal, ach, ja genau, lad erstmal auf. Ja, also,
wie gesagt, nach 400 Folgen darf man ja auch gerne mal sagen, hey, das kann sich ruhig an den Abonnenten was tun. So, damit. Ich könnte mir auch Abonnenten kaufen, aber das mache ich nicht. Nein, das ist Schwuchtel. Ich bin ja kein komischer Typ, ey. Ich bin. Und weiß ja nicht, Gronkh. Ja, genau. Ich glaube, der hat sich tatsächlich nicht besonders viele gekauft. Ich denke, wenn er sich überhaupt welche gekauft hat. Gute Frage. Man kann ja auch Clickbotten, aber das ist ja auch nichts für mich. Also mit einem Clickbot, der dann ja immer klickt, weißt du, dann wirst du im Ranking hochgestuft. Nein, sowas machen wir nicht. Nein, wir gehen auf jeden Fall in jede Tür. Ja, jetzt Tür verraten wir endlich mal, wo die blöde Kirche ist hier. Oh, warte, die ist. Die ist hier. Oh, nerv. Ach, die haben gar keine. Hm, toll. Was, die haben keine Kirche? Nee, die haben keine Kirche, oder? Nö. Was ist das denn? Keine Kirche. Ich bin auch voll schlimm, ey. Nee, die haben keine Kirche. Wir fangen auch aber dringend eine Kirche. Nee, das kannst du abhaken. Du musst dir weiter das Herzen sammeln. Hm. Wir tun aber mal, wo hast du jetzt angefangen? Bis am Tag. Ja, tu erstmal mit den Leuten quatschen, weil das ist jetzt eigentlich unsere Mission. Hä? Das sind noch, ist da, waren wir nicht schon immer in der Stadt? Nein. Echt nein. Nicht? Nein. Das ist so eine Erinnerung. Ja, das nein, das sieht so ganz so ähnlich aus. Wie jede Stadt in diesem Spiel gleich aussieht. Verrat's doch nicht. Auf dem Friedhof im vierten Grab liegt ein Diamant. Ja, das sind so die Fake News. Nichts glauben. Das Spiel ist leider gebombardiert mit Fake News. Ein Mann in einer Höhle. Fehlt ein Haar bei der Höhle. Verstärkt deinen Morgenstern. Ja, klein. Marsch on the fly fixing. Ja, da fehlt ein Haar und deinen Morgenstern. Ne? Weißt du Bescheid? Deinen. Das wird schwer. Oh, da bin ich gespannt, ob ich das reinkriege. Weil das ist schon mal eine richtige News. Die stimmt. Wir kriegen einen Morgenstern im Spiel und der ist auch wirklich in einer Höhle. Danke für den Hinweis, dann werde ich natürlich on the fly fixing. Ja, deswegen machen wir das ja. Genau. So, jetzt hast du den Typen, jetzt gehst du nach rechts, genau. Ich bin dabei. Genau, 1, 2, da hast du noch ganz rechts noch einen. Echt? Oh ja, da kommt noch ein Obi. Genau, Tag, dann Obi. Gehst du nach unten. In deinem Alter war ich begehrt. Hm, gut sehr zu wissen, dass... runter. Ja, nicht, dass hier Bücher versteckt sind. Nein, ich sag dir, Bubin. Reisdorf. Ich bin froh, dass ich meine sprechende Komplettlösung dabei habe, hey. Ja, genau. So, jetzt hupst du... Nein, bloß nicht. Jetzt gehst du hoch. Wieso? Da ist doch nichts gewesen. Doch, man kann von dort oben nach links rüberrufen. Echt? Oh, Tatsache. Und dann ist wieder ein Typi drauf. Opa. Bitte, nimm meine Tochter. Oh, sehr gern. Gib sie her. Gib mir deine Tochter, du Opa. Jetzt geht's weiter nach links und dann da runterhupfen und dann da rein. Ich glaube, da war ich sogar schon drin. Hui. Ja, dann nach unten. Ja. Du, 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 du. Immer schön nach unten, nach unten, nach unten. Ja. Genau, hier gibt's auch keine Bücher, Gott sei Dank, in der Stadt. Mhm. Ich hab auch ein bisschen, ich hab immer so ein bisschen Angst, dass ich in der Aufnahme dann zu leise bin. Nein. Aber wenn ich hier so auf den Pegel gucke, dann bin ich völlig normal. Nein, absolut in Ordnung. Opa. Kaufe einen Morgenstern für 200 Herzen. Deine Macke. Ja, ist auch richtig geil. Es gibt nur 4 Verbesserungen in deiner Waffe, ne? Also ja, aber ich hab auch gerade mal 100 in dein Herz. Schade. Puh, okay, das ist ganz schön hardcore. Wir merken, ja gut, es ist der vorletzte. Das ist natürlich, naja, klar. Ist natürlich eine geile Waffe, ne? Mhm. Okay, dann müssen wir einfach nicht sparen. Ist das sozusagen. Wir werden uns diesen Morgenstern merken, dass es den hier gibt. Dann liegt es noch so ein Typi, genau. Dein Glaube an Gott wird dich heilen. Ja, das stimmt. Und wer das bis jetzt noch nicht mitbekommen hat, der ist echt doof. Gut, jetzt gehst du nach Spiel. Unten. Und gehst nach unten, und unten, dann hast du wieder so ein schönes Schildchen. So, jetzt rechts, nein. Oh, Entschuldigung. Oh Gott, da waren schon wieder Gegner. Rechts ist ein Schild. Oh ja, Verzeihung. Geh nach rechts zu den Sadam-Wäldern. Geh nach links zum Staudamm von Ödland. Vom Schild. Ödland, ja, muss leider so kurz machen, ne? Ja. Die Sadam-Wälder. Warum? Ist es jetzt falsch gewesen, oder? Nein. Es las sich bloß komisch, weil da vom nicht von dem oder von denen. Achso, nee, das muss nicht. Vom ist natürlich an dieser Stelle meiner Meinung nach. Rein. Oder ja, die kann man auch reinquatschen. Ich werde gehen oder sterben.
Oder beides. Gut. Ja. Ja, er geht von der Stadt. Oh, ich kann bestimmt runterfallen. Hallo, er geht von der Stadt weg, wollte er sagen. Nach rechts kann. Der Tod holt ihn, den er schon mal gesehen hat. Oh, cool. Ich habe gegen ihn gekämpft und habe ihn besiegt. Stopp. Ich glaube, irgendwo ging es jetzt hier rechts mal weiter. Entweder war das hier oder eine Tür weiter. Rechts mit dem Wasser. Bei dem Whitewater. Ja, irgendwo geht's mal rechts weiter mit Weihwasser. Ich weiß nicht, ob es jetzt die Tür war oder jetzt da rechts kommt nochmal eine Tür. Gut, dann war es da rechts da oben die Tür. Gut, dann gehst du jetzt raus, gehst nach rechts, gehst zwei Treppen hoch und eine Treppe hoch und da ist eine Tür. Ja, die habe ich schon gesehen. Das ist dann der letzte Raum für die Stadt. Haben wir so gut wie schon geschafft. Und haben einen Bug gefunden, also ein Übersetzungsbug. Ein Translation-Bug, wenn man so sagen darf. So, da kannst du dann rechts theoretisch darüber. Cool. Und hier dann bestimmt wieder unten lang, ja? Nee, rechts auch wieder mal. Echt, nochmal nach rechts? Jetzt kommen wir zu einer Stelle im Spiel, das ist die mysteriöse Stelle im Spiel, weil die Frau, die da sitzt, die sagt was eigentlich sehr... Oder Mann, oder es ist irgendwas. Möchtest du Lorbeeren? Ach nee. Nein. Ja. Ich weiß es nicht. Wir haben keine mehr. Stopp mal, wo ist die Frau? Die müssen wir... Haben wir die jetzt übersehen? Bei der ganzen Hektik, jo? Vermutlich. Ich muss gucken, wo die rumhuppt. Die ist... Ach, da bei Aua. Die war doch da unten drin. Unten. Ja, die Tür, wo wir vorher drin waren. Echt? Ja. Also hier habe ich schon unten auf den Boden geworfen. Hier war nichts. Das werde ich jetzt mal hier noch tun. Da ist auch nichts. Ah, da ist eine Frau, oder? So, und bei der anderen Tür davor? Ach ja, doch. Sie sagt's ja. Geh mal her, genau. Da will ich eine links, ja. Da will ich eine Kuriosität dazu sagen. Weil es gibt so zwei Stellen im Spiel, wo ein bisschen was Kurioses gesagt wird. Okay. Und das ist die eine. Das ist die Frau hier. Oder ich lese mal vor. Ja. Der Tod holt jeden, den er schon mal gesehen hat. Genau. Ja. Jetzt kann ich was dazu sagen. Im Grunde kannst du auch hier den Part dann, wie viele Minuten haben wir? 10. 12 Minuten sind. Ja, dann erzähle ich noch was drüber. Kannst du drin bleiben. Und zwar die Frau sagt im Englischen. Achtung. Die Frau sagt im Englischen, don't look into the dead star or you will die. Guck nicht in den toten Stern oder du wirst sterben. Ja, genau, das sagt sie auf Englisch. Okay, okay. Das war es, das ist ein Übersetzungsfehler. Im Japanischen sagt sie in Wirklichkeit, ja, der Tod würde schulen, ja. Wer einmal den Tod gesehen hat, so in etwa sagt sie das, ich hab's richtig übersetzt. Und da, wo die Gerüchteküche halt, viele haben sich gefragt, was sucht da der Dead Star drin? Der Todesstern von Star Wars. Ach so, der Todesstern von Star Wars. Also, don't look into the Death Star. Or you will die. Also viele haben gedacht, Anspielung auf Star Wars? Was ist denn los? Also das ist so eine Kuriosität in der Übersetzung an sich. In der Englischen jetzt allerdings nur. In der Englischen, ja. Also ich hab's Deutsche gibt's ja offiziell nicht. Genau, ich hab's dann aus der Japanischen dann ein bisschen wieder normalisiert, sage ich jetzt mal. Ne? Also Dead Star. Gut. Später kommt dann nochmal eine andere Einspielung mit einer anderen Frau. Aber... Das wollte ich damit erstmal sagen, dass es dort das gab. Wie gesagt, den Bugfix oben drin, also den Translation-Bug, den werde ich natürlich beheben. Muss ich gucken, wie ich das am besten reinkriege. Und ja, haben wir doch wieder einen schönen, schicken Part zu Ende gebracht. Hauptsächlich haben wir heute erlebt, wie gesagt, schöne neue Designänderungen. Heute war es vielleicht nicht ganz so lustig. Also dann bin ich mal gespannt auf eure Kommentare dazu. Das könnte ich ja jetzt zu jedem 4:3... 5:4 Spiel machen, eventuell. No? Ja, das geht ja rucki-zucki im Grunde, ne? Wenn man weiß wie. Und Muss nur Zeichenskill haben. Genau, wir haben es bald durch, wie gesagt. Hoffen wir zumindest. Also nee, so viel ist wirklich nochmal. Das nächste Mal werden wir dann andere Action sehen, nämlich das nächste Mal. Was kommt das nächste Mal? Das nächste Mal werden wir dann. Das nächste Mal kommt das nächste Mal. Das nächste Mal gehen wir zum Deborah's Cliff. Da werden wir dann ein Trick sehen, den man, sag ich mal, ohne Spielberater eigentlich gar nicht draufgekommen wäre, finde ich. Auch die Hinweise sind da nicht so wirklich hilfreich im Spiel. Also da werden wir auf jeden Fall was Lustiges sehen und dann geht's in die Bodley Mansion und damit, also in die Bodley Villa und da ist, wartet, dann kriegen wir die, dann bekommen wir wieder ein Dragula-Artefakt. Ja, das wird dann das nächste Mal, so die nächsten die nächste Folge dann sein, ja. Okay. Na dann, also, Leute. Da wird's dann actionreicher, ne? Ja, Action. Dann sind wir so wild, man.
Wir haben es geschafft. Du hast die Zeit wunderbar überbrückt. Also, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Vergiss nicht hier Facebook zu klicken, ne? Und alle eure Freunde, Familie und alle einzuladen, Die mal müssen rein. alle da Alle auf mal, Gefällt alle mir mal. drücken. Jeder, Und der die müssen das Facebook auch an 10 Leute weiterschicken, sonst, ihr mag. wisst Bescheid, werden sie beim Kacken von einem Blitz getroffen. Genau. Bei 400 Videos können wir doch langsam mal sagen, hey Leute, Ja. hier wird produktiv gearbeitet. Also dann, macht's gut und bis dahin und tschaußen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Geile Mucke jetzt gerade noch.